Endlich können wir die dritte Tür des Adventskalenders öffnen. Oh, hi Igor, was machst du denn hier? Ich wollte gerade das dritte Türchen des Adventskalenders öffnen. Hey Ragnar, ich wollte gerade die Infos zur Dual Overload Box bringen. Aber jetzt, wo du gerade dabei bist, kann ich vielleicht das nächste Türchen öffnen? Da du wirklich immer so fleißig unterwegs bist und ich denke auch nicht, dass die Community was dagegen hast, dass du jetzt hier das dritte Türchen öffnest. Von daher würde ich sagen, kannst du das gerne tun. Danke, Meister. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Fang am besten einfach an, Igor. Okay, Meister. Du sagtest, welche Tür? Die dritte, habe ich gesagt. Was die Zahlen angeht, habe ich es ehrlich gesagt gar nicht so drauf. Welche ist denn das? Diese hier, Igor. Alles klar, dann würde ich mal sagen, ich leg los, oder? Und dort haben wir ein Kuribo. Ja, Igor, das ist eine Kuribo-Spielmarke. Der erinnert mich ein bisschen an Alf, oder nicht? Da hast du schon echt recht, Igor. Was Alf angeht, grüß ihn auf jeden Fall von mir. Werde ich machen, Meister. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Und damit willkommen auf dem Collector Cave Kanal und zurück zu einem weiteren Infovideo zu den Link Reigns Pack 3. Beziehungsweise hier im TCG wird sie ja Dual Overload genannt und ist auch quasi der Nachfolger vom Dual Power, die wir ja schon bekommen haben. Und heute werde ich über weitere vier Monster bzw. Karten sprechen, die wir halt in diesem Pack unter anderem dazu bekommen werden. Und natürlich auch die Needle Fiber, den ich heute aber nicht ansprechen werde. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt. Bei der ersten Karte beginnen wir auch mit einem Monster, was eigentlich jeder von euch kennt, bloß dass es halt eine andere Variante bekommt, und zwar den fünfköpfigen Götterdrachen. Dieses Mal haben wir ihn hier nicht in der Fusionsvariante, sondern halt als Link 5 Variante, und zwar heißt er hier auch Link Götterdrache und als Kartentyp natürlich ein Effekt Link Monster. Bei den Pfeilen haben wir alle, die halt nach unten gehen und zur Seite, was schon mal ziemlich cool ist, zumindest von den Pfeilen her. Bei den Attributen haben wir hier Finsternis, den Typen natürlich Drache, und die ATK sind genauso wie bei seinem Vorgänger halt 5000. Was die Materialien bei dieser Karte angeht, ist es schon etwas schwieriger, und zwar braucht ihr genau 5 Monster. Und das bedeutet halt, dass ihr nicht einfach einen Link 3 Monster und 2 weitere Monster verwenden könnt, sondern ihr müsst wirklich 5 Monster dafür halt opfern, um halt diese Karte bzw. wegzulinken, um halt den Götterdrachen aufs Spielfeld zu bekommen. Des Weiteren hat diese Karte auch den Effekt, dass sie halt nur Link beschworen werden kann. Heißt, wenn sie einmal Link beschworen wurde, sie ist ja zum Beispiel auf dem Friedhof, könnte sie mit Wiedergeburt nicht wiederholen, da es ja da keine Link-Beschwörung ist, was schon mal eine ziemliche Einschränkung für dieses Monster ist, aber auch ein kleiner Balance-Effekt, wo wir auch gleich nochmal zu kommen werden. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit seinem ersten Effekt. Falls diese Karte Link beschworen wird, indem du Monster mit den folgenden Attributen verwendest, und zwar einmal Finsternis, Erde, Wasser, Feuer und Wind. Wenn ihr halt alle diese Attribute bei den Materialien dabei hattet, könnt ihr alle Karten, die halt der Gegner kontrolliert, zerstören. Was natürlich ziemlich cool ist, da es halt ein Raigeki und ein Harpyien Federwisch in einem ist. Und ja, das ist, denke ich mal, nicht so einfach, dieses hinzubekommen. Daher dieser Effekt natürlich stark, aber auch schwer, ihn so halt aufs Spielfeld zu bekommen, um halt diesen Effekt ausführen zu können. Von daher würde ich sagen, kommen wir direkt zum zweiten Effekt, wo wir dann auch zu dem Effekt kommen, was meiner Meinung nach der beste Effekt dieses Monsters ist und wahrscheinlich auch der Effekt, der das Monster quasi ausmacht. Und zwar bleibt diese Karte von allen Karten halt unberührt und von deren Effekten. Des Weiteren kann diese Karte nicht von Monstern mit den folgenden Attributen, die ich ja eben schon genannt hatte, was ja unter anderem halt Finsternis, Erde, Wasser, Feuer und Wind war, was wiederum natürlich auch ein weiterer cooler Schutzeffekt ist. Hauptsächlich aber halt dieser Effekt, dass sie von allen Karten bzw. Effekten unberührt bleibt, macht diese Karte extrem stark. Und zudem hat sie halt auch nochmal 5000 ATK, wodurch wahrscheinlich eigentlich so oder so kein Monster über diese Karte rüberkommt. Dann kommen wir zu dem Balance-Effekt, den ich eben ja schon mal angesprochen hatte, wo sie halt als Link-Monster bzw. ja, als Link-Beschworen werden muss und halt nicht auf anderen Wegen beschworen werden kann. Und zwar während der Endphase des Gegners müsst ihr halt 5 Karten von euren Friedhof verbannen und das halt verdeckt. Wenn dieses halt nicht möglich ist, müsst ihr diese Karte auf den Friedhof legen. Ich persönlich finde aber, dass dieser Effekt durchaus fair ist. Von daher finde ich diese Karte von den Link 5ern, die wir bis jetzt haben, extrem stark. Was die Beschwörung aber angeht, ist sie ein bisschen schwer zu beschwören, aber
Es soll natürlich auch gebalanced sein, weil der Effekt sehr stark ist. Von daher ist es berechtigt, dass man dafür 5 Monster braucht. Was die Rarität dieser Karte angeht, bekommen wir sie halt in Ultra Rare. Dann nochmal zu dem Feld-Spreng-Effekt. Dieser ist halt nur möglich, wenn ihr diese 5 Attribute verwendet. Was den Effekt etwas useless macht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich denke, den wird man eher weniger verwenden, sondern halt eher das Monster an sich und seinen Schutzeffekt dazu. Des Weiteren finde ich halt dieses Verbannen könnte in Grenmanju-Decks, also dieses Monster, was halt ATK dazu bekommt für jedes, beziehungsweise für jede verbannte Karte, könnte das durchaus interessant sein. Und mich würde interessieren, was ihr zu den neuen 5 Götterdrachen sagt. Schreibt einfach mal eure Meinung zu dieser Karte in die Kommentare und ich würde sagen, kommen wir jetzt zur zweiten Karte. Und zwar bin ich ja ein großer Fan von der Mechanik Synchro und feiere dort natürlich auch den Trishula. Jetzt bekommen wir den Trishula aber auch noch als Fusionsmonster und zwar heißt dieser dort Trishula the Dragon of Ice Impressment, wie er dann letztendlich übersetzt wird, werden wir natürlich sehen, wenn er hier rauskommen wird. Beim Kartentyp, wie eben schon angesprochen, haben wir hier einen Effekt Fusionsmonster mit den Attributen Wasser. Typ halt Drache, die Stufe 9 und bei den ATK und Death haben wir genau die gleichen Werte wie halt bei dem normalen Trishula und zwar 2700 zu 2000. Bei den Fusionsmaterialien braucht ihr nicht allzu schwere Bedingungen und zwar 3 Monster mit unterschiedlichen Namen, was eigentlich in jedem Deck möglich ist, die halt mit Fusionen arbeiten. Dennoch kommen wir jetzt einfach mal zu deren Effekten bzw. zu seinem Effekt, wo ihr merken werdet, dass er seinen Effekt nur dann komplett entfalten kann, wenn er halt in einem bestimmten Deckthema gespielt wird. Zuerst muss diese Karte erst einmal als Fusionsbeschwörung beschworen werden, indem ihr halt Monster von eurer Hand oder halt dem Spielfeld verwendet. Aber ihr könnt ihn auch spezial beschwören von eurem Extra-Deck, indem ihr die oben genannten, also halt seine Materialien, die ihr halt dafür braucht, von eurem Spielfeld verbannt. Und da wird dann halt die Polymerisation, also die Fusionskarte, dann nicht benötigt. Was diese Karte schon mal sehr stark macht, da ihr halt die Fusion nicht unbedingt spielen müsst, wodurch sie eigentlich in jedes Deck mit eingebaut werden kann. Und jetzt kommen wir zu ihrem Effekt, was die Karte halt ausmacht und warum ich eben erwähnt hatte, dass sie in einem bestimmten Deck stärker ist, als wenn man sie einfach nur irgendwo einbaut. Und zwar, wenn diese Karte spezial beschworen wird, indem ihr halt nur Drachenmonster als Material verwendet habt, könnt ihr 3 Karten bestimmen und diese Karten halt verbannen. Erst einmal müsst ihr eine Karte aus eurem Deck bestimmen und diese verbannen. Dort ist es nicht genau beschrieben, ob es jetzt zufällig ist oder halt, ob ihr halt diese Karte bestimmen könnt. Also, dass ihr euer Deck durchsucht und irgendeine Karte verbannt. Was die Karte wahrscheinlich ein bisschen stärker machen würde, zum Beispiel in Thunder Dragons, um deren Effekte zu triggern, weil sie halt auch nicht verdeckt verbannt werden. Dann bei der zweiten verbannten Karte müsst ihr halt die oberste Karte des Decks des Gegners verbannen und eine Karte im Extra-Deck des Gegners, wodurch ihr erstmal wissen könnt, welches Deck halt der Gegner spielt. Wenn ihr, sag ich mal, vom Deck eine Karte erwischt, die halt in dem Deck-Thema oft vorkommt oder halt das Extra-Deck, könnt ihr euch ja auch anschauen und davon eine Karte verbannen, wodurch ihr natürlich die Chance habt, zu sehen, was halt genau der Gegner spielt. Und natürlich ist dieser Effekt Once per Turn. Bei der Rarität bekommen wir hier diese Karte als Rare, wo ich mir gedacht habe, okay, bei Dual Power waren eigentlich nur Ultras mit drin, wenn ich mich nicht irre. Und hier in der Dual Overlord Box bekommen wir Common bis halt Ultra Rare. Heißt, ja, die Rare ist hier halt auch dabei und diese Karte bekommt halt diese Rarität. Und dann nochmal ein Allgemein zu der Karte, wie ich eben schon bereits erwähnt habe, entfaltet sich diese Karte nur in bestimmten Decks, also wenn ihr zum Beispiel Drachen spielt, oder was heißt zum Beispiel in Dragon Maids, im Dragon Link, also Rocket Deck, kann diese Karte durchaus stärker sein als, jetzt sage ich mal, in anderen Decks, wo ihr sie spielen könnt. Des Weiteren habt ihr, wie gesagt, Zugang auf das Extra Deck des Gegners dann, wenn ihr sie halt in einem Drachendeck spielt, wodurch ihr halt das Extra Deck des Gegners halt sehen könnt und dort dann wisst, gegen welches Deck ihr spielt. Was euch natürlich einen großen Vorteil bringt. Des Weiteren finde ich diese Karte im Rocket Deck ziemlich cool, da sie eigentlich einen ähnlichen Effekt hat wie halt der Silver Dragon, der ja auch eine Karte des Extra Decks vom Gegner halt verbannt. Und es könnte sein, dass die Karte da ziemlich gut spielbar ist und schreibt gerne, wie auch bei der ersten Karte, eure Meinung zu dem Trishula, den wir jetzt neu dazu bekommen, auch gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten Karte. Und jetzt wird es definitiv ein bisschen nostalgisch und zwar bekommen wir einen neuen finsternen bewaffneten Drachen dazu. Dieses Mal aber als Exis-Variante. Dieser heißt Dark Amorid, The Dragon of Annihilation und vom Artwork sieht diese Karte definitiv aus wie der
normale finsterbewaffnete Drache, den wir jetzt auch auf 2 haben. Und ich denke, auf 3 könnten wir ihn auch bekommen, da er nicht wirklich viel macht und bis jetzt auch nicht wirklich relevant war, zu dem er jetzt halt auf 2 ist. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu seiner neuen Variante. Bei dem Kartentyp haben wir hier einen Effekt, Exis Monster, mit den Attributen Finsternis und halt Typ Drache, wie halt sein Vorgänger bzw. halt sein Original. Und dann haben wir hier Rang 7, was natürlich zu der Stufe des finstern bewaffneten Drachen passt, da er da auch Stufe 7 ist. Dann bei den Articount Death ist er genau gleich wie sein Original, und zwar mit 2800 und 1000 Death. Und bei den Materialien braucht ihr 2 plus Level 7 Monster, heißt ihr müsst mindestens halt 2 Monster der Stufe 7 verwenden oder halt auch mehr davon. Aber ihr könnt die Karte auch auf andere Weise beschwören, und da kommen wir jetzt zu. Das ähnelt nämlich den Effekt des Originalmonsters, und zwar wenn ihr genau 5 Finsternis Monster im Friedhof habt, könnt ihr ein Finsternis Monster der Stufe 5 oder höher als Material halt für diese Karte als Exis Beschwörung verwenden und braucht halt keine Stufe 7 dafür diese Karte, halt nur dieses eine Material. Und dieses funktioniert aber, wie bereits erwähnt, nur dann, wenn ihr halt auch genau 5 Finsternismonster im Friedhof habt. Dann kommen wir noch zu seinem zweiten Effekt, der eigentlich genau das gleiche ist wie bei seinem Original, und zwar ihr könnt ein Material von dieser Karte abhängen und halt dann eine Karte des Gegners zerstören. Dann müsst ihr noch eine Karte von eurem Friedhof verbannen. Wenn ihr dieses aber tut, kann diese Karte für den Rest dieses Spielzuges nicht mehr angreifen, was meiner Meinung nach aber nicht so schlimm ist, da diese Karte ja, wie eben schon bereits erwähnt, auch beschworen werden kann, indem ihr halt nur ein Material verwendet. Und dann könnt ihr, wenn ihr halt diesen Effekt aktiviert habt, diese Karte noch weglinken. Und wir bekommen halt diese Karte auch in der Rarität Rare. Dann nochmal kurz zum Fazit dieser Karte. Erst einmal finde ich diese Karte ziemlich gut in Thunder Dragon, weil wie gesagt, ihr müsst eine Karte von eurem Friedhof verbannen. Und wenn ihr da halt einen Thunder Dragon verbannt, könnt ihr seinen Effekt direkt triggern. Und des Weiteren finde ich die Karte sehr einfach beschwörbar in zum Beispiel halt Red Eyes oder vor allem halt Rockets. Und ich denke, da könnte man die Karte, also in Dragonlings oder halt in Thunder Dragons, sehr gut einsetzen. Und wie bei den zwei vorigen Karten könnt ihr wieder in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser Karte sagt, was ihr davon haltet und vielleicht, wo man sie einsetzen kann, außer jetzt halt im Thunder Dragon oder halt in Rockets und in Red Eyes. Würde mich mal interessieren, wie ihr diese Karte einsetzen würdet. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur letzten Karte des heutigen Spoilers. Und dort haben wir eine Karte, die es bis jetzt halt nur als Preiskarte gab. Und zwar haben wir hier den Chaos Imperator Dragon auf Armageddon. Und dies ist halt eine Panel-Variante von den normalen Chaos Imperator Drachen. Des Weiteren hat diese Karte halt die Attribute Finsternis, den Typen Drachen, Level 8, und bei den Pendelscalen, also bei Rot hat sie einmal die 1, bei Blau auch 1, also von dem Pendelscalen ist sie wirklich ziemlich gut, weil umso niedriger, bzw. umso höher, umso besser ist das ja. Hätte sie jetzt noch 0, wäre das natürlich noch besser. Dann kommen wir jetzt einmal zu ihren ATK und Death, und dort haben wir 3000 ATK und 2500 Death. Und bei ihrem Pendel-Effekt, und zwar könnt ihr da 1000 Life Points zahlen. Wenn ihr dieses tut, könnt ihr einen eurer verbannten Drachenmonster wählen, diese Karte halt zerstören und dann das verbannte Drachenmonster auf die Hand nehmen. Und dieser Effekt ist halt once per turn. Dann kommen wir zu ihrem Monster-Effekt, also ihrem richtigen Haupteffekt, sage ich mal. Erst einmal kann diese Karte nicht normal beschworen bzw. gesetzt werden, sondern kann halt nur spezial beschworen werden, indem ihr ein Licht- und Finsternis-Drachen von eurem Friedhof verbannt. Und dann könnt ihr diese Karte von eurem Extra-Deck oder halt der Hand spezial beschwören, was natürlich ein bisschen an die Chaos-Drachen erinnert und auch vom Special-Effekt ziemlich stark ist. Und halt auch der normale Chaos-Imperator-Drache konnte halt auf diese Weise auch beschworen werden. Und des Weiteren könnt ihr einen Chaos-Imperator-Drachen auf Armageddon halt nur einmal auf diese Weise pro Spielzug beschwören. Und dann könnt ihr noch die Hälfte eurer Life-Points zahlen. Und dann so viele Karten, die ihr halt kontrolliert, außer in der Extra-Monster-Zone auf den Friedhof legen. Und wenn ihr dieses tut, könnt ihr so viele Karten vom Spielfeld des Gegners auf den Friedhof legen, wie ihr halt bei euch zerstört habt, beziehungsweise auf den Friedhof gelegt habt. Des Weiteren könnt ihr den Gegner für jede Karte, die ihr vom Feld des Gegners auf den Friedhof gelegt habt, durch halt diesen Effekt, 300 Schaden zufügen. Und dann haben wir noch als letzten Effekt, wenn diese offene, als spezial beschworene Karte das Spielfeld verlässt, wird sie oben auf euer Deck zurückgelegt. Und bei der Rarität dieser Karte bekommen wir wieder eine Rare. Und dann nochmal zum Fazit dieser Karte. Erst einmal ist sie natürlich im richtigen Deck extrem krass.
Also zum Beispiel halt im Chaos-Drachendeck, Donner-Drachendeck. Des Weiteren ist dieser Zerstöreffekt von dieser Karte, was ja kein Zerstöreffekt ist, sondern die Karten werden halt einfach nur auf den Friedhof gelegt, wodurch die ganzen Schutzeffekte gegen halt Zielen und Zerstören halt nicht funktionieren. Und mit der Karte kann man halt viele Boards definitiv outen und brechen. Was diese Karte meiner Meinung nach extrem stark macht und den Platz als Preiskarte definitiv auch verdient hat, beziehungsweise hatte, weil wir sie jetzt auch für jeden zugänglich bekommen. Und ja, von allen vier Karten, die ich heute vorgestellt habe, finde ich diese meiner Meinung nach am besten. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben zu allen vier Karten, die ich heute vorgestellt habe, was ihr erstmal dazu sagt natürlich und welche von diesen vier Karten eurer Meinung nach halt am besten und vielleicht auch am relevantesten werden könnte. Dann noch einmal zum Set, wann es dann genau erscheinen wird. Wir haben momentan halt nur die Information, dass sie halt im März kommt und halt als Nachfolge des Dual Power wird, also der Box, die ich eben am Anfang schon bereits euch gezeigt habe. Und was die Raritäten angeht, hoffe ich, dass die halt so wirklich auch im TCG kommen, weil eine Rare kann man durchaus einfacher bekommen als halt eine Ultra Rare zum Beispiel. Des Weiteren bekommt halt diese Box halt Promokarten, wo ihr halt eine von sechs dabei habt. Welche genau halt die Promokarten sind, weiß ich momentan noch nicht. Und ich bin der Meinung, wir bekommen immer halt 5 Booster A5 Karten in halt dieser Box dazu. Das werde ich, denke ich mal, aber auch beim nächsten Mal noch genauer ansprechen. Von daher würde ich sagen, schaltet definitiv wieder beim nächsten Mal ein. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wiederschauen und reingehauen.